Herzlich willkommen zu einer neuen Runde Kartenchaos in der KW 15 2016. Heute haben wir der Herausforderungsstein. Der Kampf um den Herausforderungsstein wird eure Deckbaukünste auf die ultimative Probe stellen. Ihr dürft nur Zauber mit geraden Kosten und Diener mit ungeradem Angriff verwenden. Erstellt ein Deck und kämpft um den Stein. So, dieses Kartendeck klingt eigentlich ein bisschen kompliziert. Muss ich gestehen. Also Zauber ungerade, Zauber gerade, Diener ungerade. Ungerader Angriff. Nehme ich mal den Hexenmeister. So. Jetzt muss ich aber kurz nochmal was schauen. Nein. Zauber mit geraden Kosten. Ja, ich komme schon durcheinander. So. Zauber mit geraden Kosten. Das möchte ich eigentlich gar nicht. Das möchte ich auch nicht. Nehmen wir die mal. Oh, was haben wir noch als Zauber? So viele Zauber habe ich, glaube ich, gar nicht. Also hier unter Neutral. Habe ich da überhaupt Zauber drin? Das bringt mir so. Also, das ist ja. Zauber gerade Zahl von den Kosten und ungerade Angriff. So, dann nehmen wir Spott mit rein. So, dann gehen wir mal über zu den neutralen Karten. Ich glaube, dieses Kartenchaos verkacke ich mal wieder komplett. Ich bin nahezu sicher. Das nehme ich, die nehme ich auf jeden Fall. So. Den. Das bringt mir so nichts. So, zwei Karten dürfen wir noch. Jetzt zeige ich meine Spottkarte hin. Wurde die rausgepatcht? Ich hatte doch immer die Karte mit dem Spott und Gottes Schild. Da muss ich wirklich mal die alten Patch Notes durchlesen. Also. Lassen wir es jetzt einfach mal so.
Ist ein bisschen merkwürdig. Äußerst seltsam. Gul'dan gegen Gul'dan. Ja, aber sowas von klar. Eure Seele wird mir gehören. Ich bin euer schlimmster Albtraum. So, tun wir die hohen Karten mal weg. Ich grüße euch. Ich repariere alles. Ich grüße euch. So, jetzt gehen wir einfach mal direkt auf Risiko. Ich krieg halt da jetzt ordentlich Schaden rein. Aber wir haben ordentlich Damage jetzt draußen. Tolle Karten hat der übrigens. Mal schauen, ob ich auch. Was jetzt mit diesem ominösen Stein auf sich hat, weiß ich nicht. Meine Augen sind offen. So, direkt wieder ein bisschen Leben aufgefrischt. Jetzt sieht es für uns eigentlich schon wieder besser aus. Brauchen wir direkt offensiv. Mehr als verlieren können wir nicht, ja? Ich repariere alles. Bleib mir offensiv. Er sieht sehr gut aus. Ja, super.
Ja, komm. Machen wir mal direkt eine komplette offensive Runde draus. Jetzt könnte es aber passieren, dass er wieder aufgibt. War, glaube ich, beim letzten Mal so, ne? Schauen wir mal. Ich frage mich, ob... Ja, das frage ich mich auch schon lange. Ihr steht vor Yaraxxus. Ach, shit. Ach, shit. Das sah so gut aus. Ja, und ein Spott noch oben drauf. Ach nee, Mann, ey. Geht hinter mir in Deckung. Können die auch Schaden auf andere machen? Drei, sechs, neun, zwölf, 15. Oh shit. Ich bin die Klinge der Götter. Scheiße, Runde verloren. Leckt mich doch im Arsch, ey. Es sah wirklich so gut aus. Dann so eine Scheiße da. Ja, das muss man ihm lassen. Ich glaube aber eher, das war mehr Glück als gut gespielt. Ich möchte nicht behaupten, aber... Scheiße, Mann. Na gut, 42 Schaden auf den gegnerischen Boss gemacht. Oh Mann. Ja gut, das war das Kartenchaos dieser Woche auf jeden Fall. Ich hoffe, es hat euch soweit gefallen. Wenn ja, lasst mir einen Daumen nach oben da. Das Abonnieren nicht vergessen. Diese Kartenchaos-Runden gibt es ja in regelmäßigen Abständen. Genauso wie meine anderen Let's Plays. Und wir sehen uns beim nächsten Mal. Haut rein. Ciao.